Ja, meine Damen und Herren, in Ergänzung der Literaturschau und der selbstverständlich unvollständigen Literaturschau noch die Vorstellung einiger weniger weiterer Werke und deren Einordnung. Wenn wir uns in die Geschichte der Geschichtsschreibung, in die Geschichte der Chemiegeschichte zurückversetzen, dann ist sicherlich das Buch von Jost Weyer, die Chemiegeschichtsschreibung von Wiegleb bis Partington, zur Einführung zu empfehlen. Das wäre ein Buch gewesen, was dringend geschrieben werden musste, wenn Weyer es nicht geschrieben hätte. Und James Riddick Partington hat also ein groß angelegtes, vierbändiges Werk zur Geschichte der Chemie, vor allem eben der Chemie der Antike, des Mittelalters, der frühen Neuzeit, verfasst und in diesen vier Bänden eine unglaubliche Fülle an Material zusammengetragen. Es gibt eine Kurzausgabe dieser Literatur. Ich kann die hier leider nicht präsentieren, weil die Ausstattung unserer Bibliothek für die vier Bände so leider nicht ist. In Hamburg im Institut für Geschichte der Naturwissenschaften, Mathematik und Technik stand es im Regal. Aber ich kann Wiegleb präsentieren. Und Wiegleb mit seiner historisch-kritischen Untersuchung der Alchemie oder der eingebildeten Goldmacherkunst von ihrem Ursprung sowohl als Fortgange und was nun von ihr zu halten sei. 1777, Johann Christian Wiegleb vom Zentralantiquariat der Deutschen Demokratischen Republik, 1965 unverändert nachgedruckt. Also zum einen ist das die entscheidende Schrift, in der Wiegleb 1777 deutlich macht, dass von Alchemie eben nichts zu halten sei, weil der Alchemist lebt traditionell in Armut und bekennt dann immer, dass er nur ganz uneigennützig zum Heil der gesamten Menschheit arbeitet und selbstverständlich von der Kenntnis der Elementumwandlung, über die er verfügt, keinen eigenen Gebrauch machen könne, keinen eigenen Gebrauch machen werde, keinen eigenen Gebrauch machen könne, denn darauf liege letzten Endes kein Segen des Werkes, das er da vollbringt. Wenn Sie den Beitrag über Franz Tausend gehört haben, erkennen Sie, dass die Argumentation über das Leben in Armut trotz eventuell zur Nutzung zur Verfügung stehender Immobilien sich im Kern dann immer noch ähnelt. Wiegleb schildert dann die Versuche, insbesondere des sächsischen Kurfürstentums, das ja zu Zeiten der polnisch-sächsischen Union in Personalunion gleichzeitig das polnische Königreich beherrscht hat, August der Starke, polnischer König, sächsischer Kurfürst, die Versuche des Kurfürstentums über Alchemie die klamme Staatskasse aufzufüllen, was dann letzten Endes zum Porzellan führt. August der Starke war da keineswegs der einzige Herrscher, der auf diese Art und Weise versucht hat, alchemistische Erträge zu erlangen. Rudolf II. Von Habsburg, ein prominentes Beispiel, und weitere Beispiele führt Jost Weyer in seiner Schrift über Graf Wolfgang II. Von Hohenlohe aus und auch über das Korrespondenznetzwerk, was diese frühen Herrscherpersönlichkeiten untereinander unterhalten haben, um sich über ihre alchemistischen Fortschritte auszutauschen. So, also Wiegleb, Original, Nachdruck, unveränderter Nachdruck von 1777, aber verwiesen sei auch für diejenigen, die Literatur suchen, auf die Publikationstätigkeit eben des Zentralantiquariats der Deutschen Demokratischen Republik, das sehr interessante
weitere Nachdrucke historisch oftmals herangezogener Schriften besorgt hat und auf diese Art und Weise es eben ermöglicht hat, auf Originalquellen zuzugreifen, wo ansonsten die Originalexemplare in den verschiedenen Bibliotheken doch recht spärlich gesät waren. Natürlich braucht man auch dafür einen Markt, ja, also auch die DDR war nicht frei von der Notwendigkeit, sich ökonomischen Zwängen beugen zu müssen. Das heißt, wenn nicht der Markt dafür bestanden hätte, in Form entweder der auf diesem Gebiet wissenschaftlich Tätigen, die gerne ein eigenes Exemplar davon besessen hätten, oder der Bibliotheken, die solche dann als Nutzungsexemplare angekauft hätten, dann hätte diese Publikationstätigkeit nicht erfolgen können. Zur Sensibilisierung. Zentralantiquariat der DDR. Wenn wir bei der DDR sind, eine nicht unerhebliche Zahl von prägenden Werken, die die Chemiegeschichtsschreibung der DDR geschaffen hat und denen auf bundesrepublikanischer Seite lange nichts entgegengestellt wurde, eben bis jetzt Jost Weyer seine zweibändige Ausgabe durchaus einige Jahre nach Untergang der DDR dann fertiggestellt hatte. Die Geschichte der Chemie von Irene Strube, Rüdiger Stolz und Horst Remaner, ein Überblick von den Anfängen bis zur Gegenwart, vom Physikhistoriker Andreas Kleinert sehr ungünstig beurteilt, und natürlich ist das Buch unter Berücksichtigung der marxistisch-leninistischen Grundlagen der Geschichtswissenschaft der DDR entstanden, und trotzdem gab es eben über die enthaltenen Informationen und Tabellen lange Zeit alleine einen konsistent zusammengeführten Informationsgehalt über die Geschichte der Chemie, wie er ansonsten in eher verstreuten Beiträgen oder in Einzelstudien zu Aspekten der Chemiegeschichte nicht vorhanden war. Gleiches habe ich heute nicht dabei, von Welsch, die Geschichte der chemischen Industrie. Irene Strube war nicht alleine. Wilhelm Strube, ihr Mann ebenfalls Chemiehistoriker, der historische Weg der Chemie in zwei Bänden, von der Antike bis zur industriellen Revolution, von der industriellen Revolution ins 20. Jahrhundert, auch der Absicht geschuldet, die Wissenschaft der Chemie mit einem historischen Hintergrund zu versehen. Und das war, das muss man ganz klar sagen, in der Bundesrepublik alt eher nicht gelungen. Man hat sich dadurch sehr schwer getan, insbesondere über das Vermächtnis der IG Farben zu schreiben, die Verwicklung der IG Farben in den nationalsozialistischen Verbrechen einzuordnen. Darüber werden wir zwar später auch noch mal reden, aber es hat eben praktisch die Ablösung von der Generation derjenigen bedurft, die in diese Verbrechen integriert waren, und dazu noch von der Schülergeneration, und erst die nächste Generation hatte dann den hinreichenden Abstand dazu, dass diese Geschichte, dieser Aspekt der Geschichte der Chemie tatsächlich angemessen historisch bearbeitet werden konnte. Dann gibt es einige Beiträge natürlich schon aus den 1950er Jahren von Ganzenmüller, Vorträge, Beiträge zur Geschichte der Technologie und der Alchemie,
Jans Müller präsentiert da die aus seiner Sicht schlagenden Verbindungen von schlesischen Glasschmelzern bis hin zu den in der gleichen Region tätigen Alchemisten. Natürlich hat auch immer die Glasherstellung als zunächst Handwerk und dann später durch die Jena-Werke, Abbe und insbesondere dann Schott, eine wissenschaftliche Grundlage, dann eine wissenschaftliche Grundlage gewonnen. Aber auch die frühen Versuche der Glasherstellung für Laboratoriumsgerätschaften sind eben zum Beispiel von Jost Weyer mal beschrieben worden oder im Zuge der Ausgrabung in Oberstockstall von dem gefundenen alchemistischen Laboratorium dann charakterisiert worden. So, von den auf das Lexikon bedeutender Chemiker hatte ich auch schon verwiesen, genauso auf das ABC Chemie, was dann die chemischen Verfahren noch einschließt. Und es ist auch der Reihe zu gedenken der Biografien hervorragender Naturwissenschaftler, Techniker und Mediziner, wie sie von der Teubner Verlagsgesellschaft in Leipzig herausgegeben wurde. Und diese Biografienreihe charakterisiert also das Leben der Wissenschaftler, zum Beispiel von Jöns Jakob Berzelius oder auch von Wilhelm Ostwald und vielen anderen mehr. Erich Rambler ist da zum Beispiel auch dabei und das ist doch immer noch eine gute Einführung oder sind jedenfalls Werke, mit denen man sich, wenn man wissenschaftshistorisch arbeitet, auseinandersetzen muss und die nicht einfach deshalb zu ignorieren sind, weil sich die Zeitumstände jetzt geändert haben. Wenn man vor allem an Wilhelm Ostwald, weil ich diese Biografie gerade in der Hand halte, nochmal denken, Nobelpreisträger für Chemie des Jahres 1909, Mitbegründer der physikalischen Chemie, zu denen zum Beispiel auch noch Svante Arrhenius mit dazugehören, die Thermodynamik als kultureller Kampfplatz, sehr schönes Buch, was über die Herausformung der Thermodynamik und der physikalischen Chemie im 19. Jahrhundert handelt. Wilhelm Ostwald, mehrfach von dem betroffen und gepeinigt, was wir heute Burnout nennen wollen, hat sich dann am Mittelmeer jeweils davon erholen können. Und hat neben seinen chemischen Arbeiten, zum Beispiel der Mitbegründer der Idee des Katalysators, auch eine Farbenlehre entwickelt, die es eben möglich machen sollte, wenn Kleidungsstücke noch ausgebessert werden, Garn in der entsprechenden Farbe und sogar Garn, entsprechend gealtertes Garn zu bekommen, so dass die Ausbesserungsstelle nicht mehr erkennbar wäre. Ja, die Zeiten waren anders. Wer stopft heute noch Socken oder stopft Löcher unter den Achselhöhlen von Hemden? Da wird eher gleich zum Neukauf gegriffen und weniger zur Ausbesserung, weil das ansonsten den sozialen Tod mit bedeuten würde. Das Hemd ist ansonsten noch zu 95% in Ordnung, aber sagen wir so, zur Gartenarbeit wird es auf alle Fälle noch taugen. Setzt natürlich voraus, dass man einen Garten hat, in dem man arbeiten würde für den gesellschaftlichen Anlass. Einladung zum Abendsouper bei dem Verein der Freunde und Förderer der TU Bergakademie Freiberg taugt es natürlich nicht mehr. Ja, dann, wo fällt der Blick hin? Literatur, DDR-Literatur,
Chemie im Roman. Was vielleicht doch, also Otto Kretz hat es mal in größerem Zusammenhang abgehandelt und hat darauf verwiesen, bei welchen Schriftstellern überall denn die Chemie eine Rolle spielen würde. Interessanterweise auch beim Marquis de Sade, wo in einer, Justine, der finstere Plan darin besteht, Europa dadurch in die Luft zu jagen, dass man die sizilianischen Schwefelminen explodieren lässt. Natürlich hat Kretz das nur aus chemiehistorischem Interesse gelesen, wie er selber betont hat. Aber das Interessante auch, der Verweis auf zeitgenössische Literatur, Dieter Noll-Kippenberg, ist also der Roman eines in der chemischen Industrie der DDR tätigen, hoffnungsfrohen Forschenden, der zugleich mit den aus Mangelwirtschaft resultierenden Zwängen konfrontiert wird. Und insbesondere ist dann doch die emanzipatorische Komponente zu erwähnen, die dann sozusagen aus meiner Sicht jedenfalls als Fazit des Romans aufweist, ob denn jetzt mehr chemische Gesetzmäßigkeiten oder den Anordnungen von der Partei zu folgen wäre. Und nachdem wir über Chemie gibt, Brot, Wohlstand, Schönheit schon in der Anfangssitzung gehandelt hatten, ein etwas reißerischer Zugang zur chemischen Industrie der DDR, Klaus Behling, der große Knall von Bitterfeld, Katastrophen und andere geheimnisvolle Ereignisse in der DDR. Natürlich geht es nicht nur um den Bitterfelder Chemieunfall, es geht auch um Grubenunglücke, Eisenbahnunfälle, um Unfälle des Militärs, Flugzeugkatastrophen, Naturkatastrophen, Gefahren der Atomkraft. Aber die Explosion im Bitterfelder Chemiewerk 1968 ist eben ein Ereignis, wo Bitterfeld hätte ausgelöscht werden können und zum Glück nicht ausgelöscht wurde. Also wenn man der Menschenleben gedenkt, die das ansonsten gefordert hätte, wenn der Unfall in der PVC-Anlage nicht hätte in Grenzen gehalten werden können, ob dem Autor dann das Attribut eines Sachbuchautors zukommt, möge man entscheiden, wenn man das Buch gelesen hat. Es gibt auch filmische Darstellungen, die immer wieder mal bei ZDF Info gezeigt werden, über die totgeschwiegenen Unglücksfälle des Sozialismus und Ähnliches, die entgegen der reißerischen Titel da eine durchaus sachliche Darstellung der Geschehnisse mit sich bringen. Und wenn wir bei Chemieunfällen sind, das ist dann eher Gegenstand der Umweltgeschichte, aber es gab zwei große bekannt gewordene Chemiekatastrophen. Das war das Unglück in Seveso am 10. Juli 1976 und der Chemieunfall in Bhopal, 3. und 4. Dezember, Anfang der 80er Jahre. Komme ich immer ins Schleudern, welches Jahr es gewesen ist. Bhopal 3000 Todesopfer, ich glaube 84 war das, Bhopal 3000 Todesopfer. Seveso war aber sozusagen erstens früher und zum zweiten wirkmächtiger. Seveso, das ist dann immer als norditalienische Kleinstadt praktisch ins Nirgendwo sprachlich verbannt worden. Ja, das liegt 10 Kilometer nordwestlich von Mailand. Und wenn das Unglück größere Ausmaße angenommen hätte, dann wäre also Mailand tatsächlich von der Katastrophe bedroht gewesen. Es gab damals zwei Personen, es gab natürlich mehrere Personen, die sich darum gekümmert haben. Einerseits ist da die ganze
Dioxinanalytik herausentwickelt worden. Andererseits hat der Toxikologe Max Daundra aus München dazu seinen Beitrag geleistet, dass die gesundheitlichen Auswirkungen der Katastrophe sich in irgendeiner Weise in Grenzen gehalten haben, weil er, als er von der Katastrophe erfahren hat, er dann das Gerücht in Marsch gesetzt, also das Gerücht verbreitet hatte, dass jetzt deutsche Militäreinheiten in Marsch gesetzt worden wären, um logistische Hilfe bei der Bewältigung der Katastrophe zu leisten. Und auf dieses Gerücht hin erst die italienischen Behörden den Unglücksort überhaupt abgesperrt haben, der vorher dann frei zugänglich gewesen wäre. Egmont Koch und Fritz Fahrenhold hatten dann in Anlehnung an den Spruch »Gorleben ist überall« den Klassiker »Seveso ist überall« publiziert. Und mit Vorwort von Erhard Eppler. Erhard Eppler, einer der Vordenker der SPD, was die Vereinbarkeit von Arbeiterinteressen mit Umweltschutz unter anderem anging, also hat in mehrere Richtungen vorgedacht. Die tödlichen Risiken der Chemie, es war natürlich nicht gerade etwas, was Vertreter der chemischen Industrie gerne lesen wollten oder gerne hören wollten. Und das ist schon interessant, welche Karrieren dann die Autoren genommen haben. Egmont Koch hat weiter Enthüllungsjournalismus betrieben. Fritz Fahrenhold ist dann quasi in die Dienste einer Shell-Tochtergesellschaft getreten, hat sich als vom Hamburger Umweltsenator zum Chemieprofessor entwickelt und vertritt manche eigentümliche Thesen heutzutage. Seveso ist überall war jedenfalls ein die Öffentlichkeit aufrüttelndes Werk und in der Folge hat die Diskussion über Produktionsrisiken der chemischen Industrie erstens doch das Sicherheitsbewusstsein oder das Bewusstsein für Sicherheitsfragen innerhalb der chemischen Industrie beflügelt und zum anderen auf der Ebene der europäischen Gemeinschaften zu den sogenannten Seveso-Richtlinien geführt. Das heißt, dass knapp zusammengefasst die Mitgliedstaaten der europäischen Gemeinschaften damals dann aufgefordert worden sind, für den Katastrophenfall Vorsorge zu treffen, was zum Beispiel Meldewege angeht, was den Umgang, also ja, was die Vermeidung von Umweltschäden, aber auch Gesundheitsrisiken für die Bevölkerung angeht und was letzten Endes auch den Einsatz von Rettungskräften anlangt, um das Ausmaß von solchen Katastrophen klein halten zu können. Giftig ist es überall, da gibt es keinen Unterschied zwischen den Gesellschaftsformen. Wenn wir beim Gift sind, was immer, also es gibt auch hier den Spruch von Otto Kretz, vielleicht auch schon mal zitiert, Sie können dem Giftmörder nicht sagen, machen Sie es physikalisch, Sie schädigen sonst das Ansehen der Wissenschaft. Da ist viel Wahres dran. Ein Imageproblem der chemischen Industrie, nebst den Auswirkungen von diversen Chemieunfällen, also Oppau bei Ludwigshafen 1921, als das Ammoniumnitratlager in die Luft geflogen ist, ähnlich den Auswirkungen, die jetzt bei der Explosion in Beirut zu verfolgen waren. Was das Image der Chemie immer betroffen hat, das war der Giftmord. Und Louis Levin hat dann über die Gifte in der Weltgeschichte 1920 eine Zusammenfassung vorgelegt und hat dann am Beispiel italienischer Adelsgeschlechter mal schlicht und ergreifend ausgezählt, wer durch Mord, also durch mit dem Schwert oder dem Dolch ausgeübte Gewalt
umgekommen ist und wer dem Giftmord zum Opfer fiel, bevorzugt mit Arsenoxiden. Das ist dann immer, das pflege ich in der Technikgeschichte der frühen Neuzeit zu behandeln, am Beispiel, wenn wir über die Entwicklung der des Arbeitsschutzes dann sprechen und des Einsatzes von den Künstlerfarben, also von Realgar zum Beispiel oder Auri Pigment. Und dann kommen eben auch die Giftmorde mit ins Spiel, die man da verübt hat. Und dieses Nachhängen mit den Giftmorden ist eben auch der vor allem im Ersten Weltkrieg dann manifest gewordene Einsatz von Giftgas. Dieter Martinez zur Geschichte der chemischen Kampfmittel vom Giftpfeil zum Chemiewaffenverbot gibt da eine wirklich sehr eindringliche Übersicht und die fokussiert sich eben nicht nur auf den Ersten Weltkrieg, sondern wie es der Klappentext so schön sagt, schon in der Bibel ließ der Herr Schwefel und Feuer auf Sodom und Gomorra regnen. Der Mensch ist seit dem Altertum im Gebrauch chemischer Stoffe als Kampfmittel gegen den Feind und noch weitaus erfinderischer. Er verpestete Brunnen, verschleuderte vergiftete Speere, verschoss Giftpfeile und warf toxische Dunstkugeln in die Reihen der Belagerten. Ja, so viel sozusagen zum Vorspann. Martinez macht dann doch überzeugend deutlich, Gifte als Kriegsmittel vom Altertum bis Ende des 19. Jahrhunderts. Das nimmt immerhin fast ein Fünftel des ganzen Buches ein, auch wenn dann die Kampfstoffentwicklung natürlich mit dem Ersten Weltkrieg und danach, Stichwort auch binäre Waffen, weiter vorangeschritten ist. Das heißt, es ist heute also möglich, aus Substanzen, die nicht eigentlich als Chemiewaffen eingestuft werden, Giftgasgranaten zu konstruieren, wo die Verbindung zur giftig wirkenden Substanz nach dem Abschuss im Flug erfolgt und dann bei Explosion der Granate sozusagen auf dem Weg vom Abschuss bis zur Explosion das Gift erst hergestellt wurde aus ansonsten unverdächtigen Ausgangssubstanzen. Und es sind natürlich auch nach dem Ersten Weltkrieg dann noch Kriege mit Gifteinsatz geführt worden. Der Irakkrieg hat hier schon Erwähnung gefunden. Vietnam mit den verschiedenen farblich gekennzeichneten Agenten in der Kriegsführung. Also uns ist immer nur Agent Orange bekannt als Entlaubungsmittel. Das dioxinhaltige und furanhaltige Agent Orange. Als Entlaubungsmittel wurde das deshalb eingesetzt, um die Vietcong im vietnamesischen Dschungel sichtbar zu machen und dann besser bombardieren zu können. Das hat bekanntermaßen nichts geholfen. Es hat nur die Umwelt in Vietnam bis auf den heutigen Tag zum Teil nachhaltig vergiftet und ist für unglaublich viele und erschütternde Missbildungen von Kindern verantwortlich. Die vietnamesische Medizin ist relativ früh mit entsprechenden Berichten an die Weltöffentlichkeit getreten. Es ist eigentlich nahezu bis heute ignoriert. Das Bilden von Wolfsrachen, die Geburt von Kindern mit verstümmelten Gliedmaßen, die eindeutig auf diese Vergiftung zurückzuführen ist. Dieter Martinez vom Giftpfeil zum Chemiewaffenverbot als Überblick der Entwicklung. Ja, wenn wir von solchen Entwicklungen wieder ein bisschen wenigstens runterkommen wollen, ich habe jetzt keine ausgewiesenen chemiehistorischen Beiträge in der Zeitschrift dabei, aber ich möchte doch nicht versäumen, auf 1999 hinzuweisen. 1999 als Zeitschrift für Sozialgeschichte des 20. und 21. Jahrhunderts, herausgegeben
von einer der beiden Stiftungen von Jan-Philipp Remzma zur Zeitgeschichte eben des 20. und 21. Jahrhunderts. Gibt die Stiftung am Mittelweg, die dann die eigentliche Remzma-Stiftung ist, und die erste Stiftung, von der er sich dann inhaltlich entfremdet hat, die aber als Hamburger Stiftung für Sozialgeschichte dann weiter bestanden hat. Und die Hamburger Stiftung für Sozialgeschichte unter anderem das Buch Daimler-Benz als Rüstungskonzern vorgelegt, aber zum Beispiel auch Arbeitsschutz und Umweltgeschichte als eine relativ früh publizierte Verbindung 1990, um über den Ausgang von, über den Ursprung sozusagen von Umweltschutzmaßnahmen darauf zu verweisen, dass eigentlich erstmal der Schutz am Arbeitsplatz ursprünglich für diese Maßnahmen gewesen ist. Wer Mitglied in der Gesellschaft Deutsche Chemiker werden möchte, kann sich der Fachgruppe Geschichte der Chemie anschließen und die Fachgruppe Geschichte der Chemie ist also eine, chemische Aspekte der Chemiegeschichte spielen da durchaus eine größere Rolle, als es eine reine Sozialgeschichte der Geschichte der Chemie wäre. Und in der Fachgruppe der Geschichte der Chemie sind eben führende Chemiehistoriker der Republik, aber auch von außerhalb, Österreich beispielsweise, aber auch anderen Ländern vertreten. Auch hier gilt eben, dass die Beiträge sehr wohl ihre Berücksichtigung einfordern, und es ist eben doch der Anspruch nach Möglichkeit, alle Facetten in der Geschichtsschreibung am Ende des Tages zu berücksichtigen. Umfassendere Versuche gibt es natürlich auch in anderen Sprachen. Ja, das ist jetzt praktisch nur deutschsprachige Literatur. Und ich kann ja auch nicht auf die hunderte Werke zählen der englischsprachigen Literatur eingehen. Aber was ich jedenfalls auch beeindruckend fand und eingängig, The Chemical Tree von William Brock, publiziert, der, wie es auf Englisch heißt, Reader, ist in The History of Science an der University of Leicester. Also Reader, entweder Dozent, jedenfalls Vortragender. Und The Chemical Tree vereint also theoretische Ansätze mit chemischen Verfahren und chemischer Wirksamkeit. Brock gehört also auch zu denjenigen, die maßgebliche chemiehistorische Sammlungen mit fördern und betreuen. Christoph Meinl war Hochschulassistent, als ich Student war. Und ich glaube, ich hatte schon darauf verwiesen, einer meiner ersten Kontakte zur Wissenschaftsgeschichte war, in eine Vorlesung von Christoph Meinl an der Universität Hamburg zu geraten. Und etwas, was mir da auffiel, war, dass sich diese Vorlesung in irgendetwas unterscheidet von allen anderen Vorlesungen, die ich in Hamburg gehört hatte. Nachdem ich dann länger darüber nachdachte, ohne auf das zu hören, über was Christoph Meinl berichtete, habe ich dann doch wieder zugehört und habe gesehen, dass der Mann einfach druckreif gesprochen hat, allerdings ohne Manuskript vor sich. Und an dieses Beispiel kann ich nicht herankommen. Es war aber immer ein Beispiel, an dem ich mich versucht habe, wenigstens zu orientieren. Und diese von Christoph Meinl vorgetragene freie Rede, wie gesagt, eigentlich druckfertig. Wer
zu publizieren gewesen. Das ist schon ein toller Vortragsstil gewesen und ich kann nur jeden und jede ermuntern, sich dieses Stils zu befleißigen oder diesem Stil sich anzunähern. Christoph Meinl, seinerzeit dann Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Geschichte der Medizin, Naturwissenschaften und Technik, abgekürzt Langnamengesellschaft, die DGGMNT, Deutsche Gesellschaft für Geschichte der Medizin, Naturwissenschaft und Technik, hat sich dann mit der Gesellschaft für Wissenschaftsgeschichte vor einiger Zeit zur GWMT verbunden, zur Gesellschaft für die Geschichte der Wissenschaft, Medizin und Technik, weil es dann eben nicht nur um die Naturwissenschaft ging, sondern um die Wissenschaft überhaupt, das heißt auch Soziologie, Politologie, die Jurisprudenz und die Wirtschaftswissenschaften sind dann ebenfalls in die historische Behandlung mit einbezogen. Christoph Meinl, Herausgeber, entweder alleiniger Herausgeber oder zusammen entweder mit dem Kollegen Vosswinkel oder Monika Renneberg von einigen Bänden, die Jahrestagung der DGG-MNT dokumentiert haben. Also zum Beispiel über die Geschlechterverhältnisse zusammen mit Vosswinkel oder über Kontinuitäten, Diskontinuitäten, die Geschichte von Medizin, Naturwissenschaft und Technik im Nationalsozialismus oder auch historische Studien zum Themenkreis Instrument-Experiment, also der Frage, inwieweit der instrumentelle Aufbau und das nicht zuletzt Geschick derjenigen, die mit den Instrumenten umgehen, einen Einfluss auf die erzielten Ergebnisse hat. Aus eigenem Erleben, der Professor für anorganische Chemie Wolfgang König hatte in seinem Arbeitskreis in Frankfurt am Main Geräteverbot, weil er immer, wenn er Gäste hatte, die er in den Arbeitskreis geführt hat, irgendwas am Versuchsaufbau anfing zu verändern, um irgendwelche Effekte zu demonstrieren, was dann seine Mitarbeiter dazu geführt hat, wieder eine Woche investieren zu müssen, um den Versuch wieder so zu justieren, wie er vorher gewesen ist. Und deshalb hat der Chef Geräteverbot bekommen und die Sekretärin des Instituts war also instruiert, dem Arbeitskreis einen kurzen Hinweis zu geben, wenn der Chef wieder Gäste empfängt, so dass dann quasi eine Stallwache installiert wurde, die Delegation bereits beim Betreten des Labors in Empfang genommen hat und sozusagen die Geräte vom Chef abgeschirmt hat. Vielleicht auch das mal als Anekdote aus dem Bereich der erlebten Chemie. Ja, Rainer Kalsch, Raymond Stokes, Faktor Öl. Die Mineralölwirtschaft in Deutschland 1859 bis 1974. Rainer Kalsch, hervorgetreten mit seiner Dissertationsschrift unter dem Titel Allein bezahlt. Rainer Kalsch hat die Frage der Reparationen, der deutschen Reparationen an die Sowjetunion nach dem Zweiten Weltkrieg behandelt. Und eben die Frage aufgeworfen, ob die DDR denn alleine die deutschen Reparationen bezahlt habe. In diesem Kontext ist er auf den Uranerzbergbau der SAG, späteren SDAG, also sowjetische Aktiengesellschaft, später sowjetisch-deutsche Aktiengesellschaft Bismut, gestoßen und die Verrechnungspraktiken, die dann für das Zwischenprodukt Yellow Cake, also den gelben Kuchen, angewandt worden sind und über diese Beschäftigung mit den Reparationsleistungen ist Rainer Kalsch dann sehr stark in den Kontakt mit der Tätigkeit der Wismut gekommen und zu einem führenden Forscher hinsichtlich der Bergbautätigkeit und der gesellschaftlichen Wirksamkeit andererseits der Wismut aufgestiegen. Das hielt ihn aber nicht davon ab, zu dem einen oder anderen sonstigen Problem ebenfalls zu publizieren. In diesem Falle zusammen mit Raymond Stokes als Chemiehistoriker. Faktor Öl, die Mineralölwirtschaft in Deutschland 1859, praktisch noch vor den Erdölfunden
in Texas im legendären Titusville die Funde praktisch in der Lüneburger Heide, also in Wietze, später im Bereich Emden, Ausdehnung der innerdeutschen Mineralölförderung, aber eben auch der Umgang mit dem Mineralöl als Quelle chemischer Tätigkeit, also das Licht des kleinen Mannes, da geht es am Anfang um Petroleum, von der Leuchtöl zur Energiewirtschaft als anderer Abschnitt zwischen Öl und Kohle. Also soll nach dem Ersten Weltkrieg soll die Chemie, auf was soll man setzen zwischen Öl und Kohle? Nach dem Ersten Weltkrieg die Vision, dass die Erdölvorkommen bald aufgebraucht sein werden, was ein Problem der beginnenden Motorisierung der Industrienation darstellen würde. Deshalb Versuche, zum Beispiel der dann frisch gegründeten IG Farben auf Grundlage des Bergius-Pier-Verfahrens künstliches Benzin herzustellen durch die Hochdruckchemie. Man hatte seitens der BASF vorher die Erfahrung in der Hochdruckchemie gesammelt, Stichwort Haber-Bosch-Verfahren, Erzeugung von Ammoniak aus den Elementen. Diese Erfahrungen der Hochdruckchemie sind dann auf die Erzeugung von Methanol einerseits und auf die Erzeugung von künstlichem Treibstoff andererseits angewandt worden. Dann war aber der Treibstoff, den die Chemiewerke gewonnen haben, teurer, als wenn man den an der nächsten Tankstelle gekauft hätte. Weshalb dann Anfang der 1930er Jahre bereits der sogenannte Reichsbenzinvertrag vorbereitet wurde. Und dieser Reichsbenzinvertrag wurde dann schließlich unter nationalsozialistischer Führung unterzeichnet. Das hat zu dem verbreiteten Irrtum beigetragen. Die Nationalsozialisten hätten schon früh die IG Farben hofiert. Eigentlich war das Gegenteil der Fall. Ley, später der Führer, sogenannte Führer der Deutschen Arbeitsfront und auch bekannt als Reichstrunkenbold, ist von der IG Farben gefeuert worden, weil er sich gegen die Tätigkeit der jüdischen Direktoren ausgesprochen hatte. Und die IG Farben sind zu NS, sind noch zu Zeiten der Weimarer Republik von der NSDAP auch als IG Moloch denunziert worden. Also man hat sich dann arrangiert, da werden wir noch drüber reden, aber der Reichsbenzinvertrag war also bereits vorbereitet und hat nicht auf eine Übernahme der politischen Macht in Deutschland durch die Nationalsozialisten abgestellt. Schließlich Frage, die behandelt wird, die Mineralölautarkie und dann eben die Frage, soll Mineralöl durch Importe von Rohöl und nachfolgende Aufarbeitung dieser Importe in Deutschland hergestellt werden? Oder soll das aufgearbeitete Produkt, also praktisch das bereits hergestellte Benzin nach Deutschland, importiert werden? Und die Frage der Autarkie hat dann eben zu der Zwangsgründung der BRABAG, der Braunkohle-Benzin-AG, geführt, in der die deutschen Braunkohleproduzenten zusammengefasst worden sind und in der dann die Herstellung von Flugbenzin aus Braunkohle geprobt wurde. Andere Variante war die Hydrierung von Steinkohle. Darüber gab es verschiedene Verfahren, die Wolfgang Birkenfeld unter dem Titel Der synthetische Treibstoff bereits 1966 zusammengefasst hat. Raymond Stokes schreibt dann über praktisch die Umstellung der chemischen Basis von Kohle auf Öl. Deshalb andere Publikation, Opting for Oil, also die, das Umstellen der Rohstoffbasis auf Erdöl von
weg von der heimischen Kohle. Und das ist schließlich auch energieeffizienter, wenn die Natur schon ein paar Millionen Jahre mehr Zeit gehabt hat, um aus Kohle Öl zu machen. Dann braucht man thermodynamisch diesen Schritt nicht weiter nachzuvollziehen. Dass die Chemiewirtschaft der DDR doch noch so lange an Kohle als Rohstoffbasis festgehalten hat, lag natürlich zum einen an den einheimischen Vorkommen und zum anderen an dem nicht vorhandenen Öl, das auch durch sowjetische Lieferungen nicht ausgeglichen werden konnte. Nur deshalb konnte es praktisch zu solchen Werken wie der sogenannten Giftküche Espenhain kommen, die mit unglaublicher Umweltverschmutzung seinerzeit einhergegangen sind. Ja, um mit etwas Erfreulichem dann in der Literatur doch noch zu enden, noch eine Reihe, in der auch chemisch bedeutende Werke eine Rolle spielen, das sind Ostwalds Klassiker der exakten Wissenschaften. Wilhelm Ostwald war eben nicht nur Nobelpreisträger der Chemie und hat seine Farbenskala entwickelt. Er hat zum Beispiel auch Vorschläge unterbreitet, dass Bücher fortan nur noch in einem Format hergestellt werden sollten, weil dann kann man die Regale optimal daran anpassen, und wenn die Räume dann auch alle nur noch in der gleichen Höhe gebaut werden, dann ist die Ausstattung des Zimmers, in dem die Bücher aufbewahrt werden, optimal geregelt, indem es keine Bücher unterschiedlicher Formate, keine Regale, keine Platzverschwendung in den Regalen mehr gibt und keine Raumverschwendung mehr in der Bibliothek des Hauses. Naja, die meisten der deutschen Wohnungen zu diesem Zeitpunkt hatten nicht den Platz, um ein eigenes Bibliothekszimmer einzurichten. Und auch die Reformen in dem deutschen Bauwesen, Stichwort Licht und Luft in unsere Städte, Aufkommen der Gartenstädte, Reformbewegungen, wie sie zum Beispiel vom Bauhaus angestoßen worden sind, aber wie sie auch in den vielen Werksiedlungen schon vorher sich manifestiert hatten. Es war schon ein Fortschritt, wenn jede Familie ihr eigenes Haus hatte, ihr eigenes Badezimmer und einen gemeinsamen Raum zum Zusammenkommen und vielleicht noch ein Stückchen Erde, wo noch zwei Kohlköpfe oder ein Johannisbeerbusch gestanden hat und noch irgendwelche Hühner oder Karnickel gehalten werden konnten. Okay, Ostwalds Klassiker der exakten Wissenschaften, Betrachtungen zum Beispiel, Betrachtungen über die bewegende Kraft des Feuers und die zur Entwicklung dieser Kraft geeigneten Maschinen von Sadi Carnot, 1824, Ursache oder grundlegende Schrift für den dann sogenannten Carnot'schen Kreisprozess. Ostwald hat auch die Original, es handelt sich eben um die Herausgabe der entsprechenden Originalarbeiten. Deshalb hat dann Wilhelm Ostwald auch die Arbeiten von Mendeleev und von Lothar Meyer über das Periodensystem der Elemente publiziert und Schriften von Humphry Davy, aber eben auch von Galilei, von Newton und von vielen mehr. Und die Imagefrage ist doch immer mal wieder sozusagen aufgeploppt im Rahmen der Vorlesung. Und die vor allem chemische Industrie war doch immer sehr bemüht um ein positives Image. Nicht nur durch den architektonischen Ausdruck, über den wir schon gesprochen haben, sondern auch durch die Förderung von Kunst und Kultur. Das ist, man muss ja nicht unbedingt der geförderten Kultur dann anhängen, aber zum Beispiel haben die Farbwerke Höchst, nachdem es die Jahrtausendhalle in Breslau schon gab, in Frankfurt Höchst, in der Nähe ihres Werksgeländes, aus Anlass des 100-jährigen Bestehens der Farbwerke Höchst, die Jahrhunderthalle gebaut. Und die Jahrhunderthalle ist für den Raum Höchst das Zentrum für Kulturaufführungen, Oper, Operette, Orchesterwerke, Bühnendarbietungen gewesen. Ohne diese Jahrhunderthalle wäre das kulturelle Leben des Vordertaunus ein ganzes Stück ärmer gewesen.
Naja, und von eins meiner Lieblingswerke ist von Dr. Oskar Nagel die Romantik der Chemie. Publiziert, muss man nachschauen, 1914. Und zwar im Kosmos Verlag, Kosmos, der Kosmos Gesellschaft der Naturfreunde, in der Geschäftsstelle der Frankschen Verlagshandlung in Stuttgart. Und der Kosmos hat dann zum Beispiel den Handweiser, ist ja immer so eine schöne Verlagsreklame drin, den Handweiser für Naturfreunde, jährlich 12 Hefte herausgegeben, Tierwanderungen in der Urwelt, Meeresfische, die Milchstraße, warum wir sterben und eben auch die Romantik der Chemie. Und die Romantik der Chemie beginnt ganz unromantisch, aber halt doch in entsprechend angelehnter Sprache. Wenn irgendeine Wissenschaft uns zu souveränen Herren der Natur gemacht und uns aus Naturbeherrschten in Beherrscher der Natur umgewandelt hat, so ist dies das spätgeborene Kulturkind der Menschheit, die Wissenschaft der Chemie. Sie gleicht einem Kinde, das Jahrtausende dazu gebraucht hat, das Sprechen zu erlernen, aber dann mit einem Mal imstande war, die während der Jahrtausende angehäuften Eindrücke, die es von der Welt empfangen, in prachtvoller, sinnreicher, künstlerischer Sprache wiederzugeben. Sie gleicht einer Pflanze, die durch Jahrtausende kräftig fleischige Blätter angesetzt hat, um plötzlich über Nacht die schönsten Blüten hervorzubringen. Sie gleicht einem späterkannten, lange verachteten Stein, der endlich gewürdigt und erkannt, durch diese Erkenntnis wie mit einem Zauberstab berührt, sich in jeden gewünschten, wunderbar merkwürdigen Stoff verwandelt, oder dem mystischen Schlüssel Mephistos, der den grauen, formlosen Nebel der Götter umformt. Ja, romantischer kann es kaum sein. Der späterkannte, lange verachtete Stein, das ist ein Topos, der auf Novalis, die Lehrlinge zu Sais, anspielt. Und in den Lehrlingen zu Sais werden ja alle vom Meister ausgeschickt, um alle möglichen Minerale einzusammeln, und zum Schluss hat dann die Gesellschaft also Angst um den Jüngsten, der Gruppe, und nachdem sich dann alle sorgen, kommt er tatsächlich und hat dann ein ganz kleines, unscheinbares Steinchen bei sich, das der Meister ihm mit einem Ausdruck höchsten Entzückens abnimmt und an die Stelle legt, an der sich alle Linien kreuzen seiner gelegten Minerale und die erst dann den tiefen Sinn des von ihm entwickelten Systems deutlich macht. Das ist dann eine Anspielung auf Abraham Gottlob Werner und seine Systematisierung des Mineralreichs und mit den mit der Gruppe der Jungen, die da im Tempel zu Sais in Ägypten ausgesandt werden, sind natürlich die Werner Schüler alle gemeint, und man darf auch vermuten, dass sich Novalis dann als den Jüngsten angesehen hat, der doch so gerne vom großen Meister geliebt worden wäre, wobei Werner dann den Werken von Novalis doch eher ablehnend gegenüberstand und die Zusendung von Schriften noch nicht mal mit einem Dankschreiben beantwortet hatte. Aber das spätgeborene Kulturkind der Menschheit, also die Chemie, sie gleicht einem Kinde, das Jahrtausende dazu gebraucht hat, das Sprechen zu erlernen. Und das zielt natürlich auf die Entwicklung der chemischen Zeichensprache an, die wir ja auch schon behandelt haben. Aber es ist schon interessant, also ich finde es jedenfalls interessant, dass dieser Topos des Kindes doch nochmal an einer anderen Stelle auftaucht, nämlich in dem von mir schon kritisierten Werk von Walter Teltschik, Geschichte der deutschen Großchemie. Da ist es nämlich praktisch auf Seite 349 der Beschluss. Und Teltschik schreibt: Bei allen Bemühungen, das Vertrauen der Bürger zu gewinnen, blieb eine Glaubwürdigkeitslücke bestehen, also seitens der chemischen Industrie.
Die Bevölkerung bewertete die unbestreitbar großen Anstrengungen der chemischen Industrie zur Sicherheit und Umweltschutz mehr als Ausdruck des schlechten Gewissens, denn des echten Willens. Die Chemie, eine der letzten deutschen Industrien von unbestrittenem Weltrang, blieb das ungeliebte Kind. Aber auch ungeliebte Kinder können sich durch artiges Benehmen Achtung verschaffen. Das ist nicht der letzte Satz, sondern es ist das Ende des vorletzten Absatzes. Und diesen Spannungsbogen zwischen dem Kind, das Jahrtausende sprechen gelernt hat, und dem ungeliebten Kinde, das sich durch artiges Benehmen jetzt Achtung verschaffen will, wie es zu dieser bemerkenswerten Einschätzung der Geschichte der deutschen chemischen Industrie gekommen ist, das werde ich Ihnen noch in der wenigen nächsten Sitzungen verdeutlichen, auch wenn damit das Deputat eigentlich überzogen sein wird. Vielen Dank fürs Anschauen.